Willkommen zum zweiten Teil von Mohun K2 von einem Jahr. Es ist im Endeffekt jetzt doch eher ein Let's Show, wie ich es eingeordnet habe, aber was soll's. Wir machen weiter mit der nächsten Rennstufe. Genau, Einspielermeisterschaft. Da haben wir jetzt die Leistungsklasse 100 freigeschaltet, genau. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, mit wem wir denn beim letzten Mal gespielt haben, aber wir haben mit Mohun und Leshun gespielt, ne? Shit. So, Morfrosch hatten wir im ersten Teil gefahren und Schneemann, ne? Ich fahre jetzt einfach mal, glaube ich, mit Hank und Kröt. Ja, komm, wir machen das jetzt mal. Wir fahren jetzt heute mal mit Kröt und mit Hank. Dann haben wir nämlich auch nicht die schwerste Stufe mit den beiden vermeintlich schlechtesten. Würde ich zumindest mal vermuten. Also, let's go. Machen wir das so. Gas geben war jetzt auch mit Quadrat, ne? Ich hab's schon wieder vergessen. Es ist eine ganze Weile her, dass ich den ersten Teil aufgenommen habe. Also nicht den ersten Teil im Sinne von Mohun Kart Extra XXL, sondern ja, den ersten Part. So, Ende von 2 war das, glaube ich, ne? War was doch mit X? Nein, okay. Ich habe einfach nur zu früh Gas gegeben, alles klar. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wieder alles vergessen. Aber was soll's. Ich habe den Part auch dann erst... Wie habe ich denn noch Items ab dann überhaupt? So nicht... Ja, das ist halt komplett unintuitiv immer noch, ne? Meine Güte. Ja, ich habe den Part lange dann auch nicht hochgeladen erstmal, weil ich mir so sagte, so, na, ich finde halt nicht schnell genug Themen, meiner Meinung nach. Als dass ich das, oh mein Gott, in einem Part irgendwie mal bequatschen könnte und dann, ja, sind die Parts weit auseinander, ist auch irgendwie merkwürdig und naja, jetzt ist es halt doch so. Ja, aber es ist halt wirklich so, dass ich, der lässt sich ziemlich kacke fahren. Wie ich befürchtet habe. Dass ich halt einfach, ja, nicht so viel Spannendes zu erzählen habe. Was auch dem geschuldet ist, dass ich natürlich noch in den letzten Wochen jetzt auch Animal Crossing Wild World hatte. Was, glaube ich, sogar erst nach meinem ersten Part Mohun K2 angefangen hatte. Was natürlich auch sehr off-topic-lastig teilweise war. Weil man da eben nicht durchgehend onscreen kommentieren kann. Während ich hier eigentlich kaum onscreen kommentieren kann. Da brauche ich halt auch so gesehen irgendwas, womit ich den Part irgendwie interessant gestalten kann. Möchte ich zumindest meinen. Man hat ja auch immer diesen eigenen Anspruch und das ist genau der Anspruch, was ja, den ich an diese Parts hier habe. Das ist auch irgendwie off-topic interessant ist, weil wir fahren hier halt einfach nur. Es macht zwar mega Bock und die Musik ist toll, aber naja, es ist halt einfach nicht das Spannendste, um es halt vor allem dann drei Parts lang durchzuziehen für jede Leistungsklasse. Und für heute, also dazu kommt natürlich neben Animal Crossing Wild World, habe ich theoretisch auch noch den Podcast mittlerweile, wo ewig jetzt nichts mehr gekommen ist. Da werde ich sicherlich jetzt auch mal bald wieder was aufnehmen. Zwei, drei Themen habe ich ja auch immer noch, über die ich gerne reden möchte. Aber ich muss auch einfach in der Mut dafür sein, muss ich sagen. Aber auch Podcast generell. Und weiß nicht. Ich bin gerade so ein bisschen halt dabei, Sachen, die ich halt machen möchte und machen sollte, wirklich in meine Daily Routine einzuplanen. Und ich muss sagen, das klappt auch verhältnismäßig gut. Also, ich bin halt ein Mensch, ich liebe Ordnung und Organisiertheit, Organisation, wenn es jetzt nicht um Events oder irgendwas geht. Die Rakete setze ich jetzt nicht ein. Ich habe gelernt seit dem ersten Part, möchte ich zumindest jetzt behaupten. Ich werde sie wahrscheinlich trotzdem noch 1000 Mal in meine Fresse schießen. Die wechseln doch auch eigentlich, oder? Ja, genau. Ich habe halt gerade das gleiche Item nochmal bekommen, deswegen habe ich mich gewundert, aber nein. Sobald ich durch ein Item durchfahre, wechselt auch das, was ich aktuell habe. Vorausgesetzt ist es eben nicht ganz zufällig nochmal dasselbe. Naja, jedenfalls habe ich halt schon öfter vorgehabt, ja, so ein paar Sachen halt wirklich irgendwie in eine Routine einzubauen, irgendwie halt wirklich regelmäßig zu machen. Und das ist mir bis jetzt noch nie so wirklich gelungen, muss ich sagen. Dazu zählt vor allem Sport, also Sport machen einfach ein bisschen, ein paar Übungen, und da zählt vor allem aber auch mittlerweile ja dazu, Isländisch zu lernen regelmäßig,
Also mich einfach regelmäßig daran zu setzen und ja, sei es halt nur Vokabeln wiederholen oder sowas, aber einfach das wirklich regelmäßig zu machen. Und was mir persönlich immer sehr hilft bei allerlei Sachen, am Anfang von Teil 1, von der 1, ist das richtig? Ja. Ich glaube, das war jetzt ein Schnellstart. Ich versuch's nochmal, komm, pass mal auf. Beim letzten Mal war das katastrophal, als ich die Abkürzung genommen habe, aber ich versuche das gerade nochmal. Ich habe auch schon wieder ganz verpeilt, wo ich denn genau lang... Ja, das, es war ganz in Ordnung, würde ich sagen. Naja, wie gesagt, Kröte ist jetzt nicht mein Favorite und Hank eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, Kröte ist der langsamste, ne? Das ist der Anfängercharakter. Und da hat er mir aber richtig schön einen vorgesetzt. Meine Güte. Jedenfalls Listen, auch To-Do-Listen, sämtliche Listen, wo ich irgendwas abhaken kann, wo ich sehe, wo ich Fortschritt sehe, wo ich sagen kann, okay, ich habe das gemacht, ich sehe das jetzt hier, ist halt wirklich, ich sag mal, ein guter Trick, um sein Gehirn auszutricksen. Nein, es ist wirklich ein, es ist im Endeffekt das simpelste Belohnungssystem, was man haben kann. Und das trifft ja auch sogar auf Spiele zu, wenn ich einfach nur, ja, weiß ich nicht. Nehmen wir zum Beispiel mal eins meiner absoluten Lieblingsspiele, wenn es nicht mittlerweile sogar wirklich mein Lieblingsspiel ist. Super Mario Odyssey. Tatsächlich. Es ist mittlerweile schon, ich würde schon wirklich sagen, mittlerweile es ist mein Lieblingsspiel, weil es für mich die wenigsten Ecken und Kanten hat. Also, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber es hat die wenigsten Kritikpunkte meiner Meinung nach. Weil alle anderen Spiele, die ich so in die Auswahl ziehen würde, haben halt durchaus größere Kritikpunkte, aber gut, das ist jetzt ein anderes Topic, Lieblingsspiele. Aber wenn wir jetzt einfach mal Super Mario Odyssey zum Beispiel als Beispiel nehmen, das reine Mario Collectathon, da gibt es einfach so viel zu, also im Endeffekt gibt es nur eine Sache zu sammeln, nämlich Monden, wobei das stimmt gar nicht. Es gibt ja auch noch lilane Münzen. Aber es gibt einfach so viele von den Power-Monden vor allem zu sammeln, aber auch von lila Münzen. Und es ist so wahnsinnig befriedigend, die zum einen überhaupt zu finden, aber dann auch einfach so eine Liste zu haben, wo man dann sieht, okay, den habe ich schon, der fehlt mir noch. Man hat halt einfach einen Überblick über seinen Fortschritt, über seine Position, ja, Fortschritt ist eigentlich das einzige Wort, was da wirklich Sinn macht. Und das ist einfach zum einen sehr befriedigend und zum anderen dadurch auch motivierend, weil man eben sieht, was habe ich denn schon geschafft und wie viel fehlt noch. Man mag vielleicht meinen, am Anfang ist das dann demotivierend und man noch sieht so, oh mein Gott, es ist noch so viel, was zu tun ist. Aber, naja, wenn der Weg Spaß macht, im Falle von Spielen zum Beispiel, ist das absolut in Ordnung. Jetzt ist natürlich die Sache, das lässt sich so dann nicht einfach auf, ja, ich sag mal so Haushaltssachen oder sowas wie Sport, was halt eher so, ja, ich sollte das jetzt mal machen, was so eher so ist. Das lässt sich dann natürlich nicht so eins zu eins übertragen, weil man da jetzt ja nicht so Bock hat, wie einfach mal Monde in Odyssey zusammen in meinem Fall. Gibt auch einige, die das Spiel nicht mögen, was ich absolut nicht verstehen kann, aber, ne? Und ja, das ist eben jetzt so die Sache. Das ist bei mir trotzdem einen sehr positiven Effekt hatte. Also ich habe mir halt wirklich überlegt, wie kann ich das irgendwie einbauen in meinen Tagesablauf, in meine Woche im Endeffekt. Weil ich habe jetzt nicht vor, irgendwie täglich das und das zu machen, sondern ich habe mir überlegt, okay, ich kaufe mir jetzt extra dafür so ein kleines Büchlein, so eine Kladde und werde da halt wirklich auf eine Seite schreiben, was ich in der Woche vorhabe. Und zwar mit Checkkästen. Also ich habe mir einfach so ein, ich werde nur Dritte offenbaren. Ich habe mir einfach so ein kariertes Heftchen quasi geholt und da sind ja dann auch sogar schon die Kästchen vorgegeben, die muss ich dann quasi nur nochmal umrahmen. Und genau das habe ich getan. Habe mir also für eine Woche aufgeschrieben, was ich erreichen möchte, was ich machen möchte. Und hake das dann halt immer ab, wenn ich das gemacht habe. Was auch dazu zählt, ist das regelmäßige Einnehmen von Supplementen, ne? Vegan und so. Ich nehme da ja ein, oh shit, ein Spätstart nehme ich hier, shit. Oder Fehlstart, wie auch immer. Ich nehme da ja Eisensupplemente und B12-Supplemente. Die B12 ist halt wirklich wichtig. Aber ich habe das... Oh, so viel zu, ich weiß mittlerweile, wo ich reinfahren muss. Shit. Aber ich habe das Gefühl, dass ich sonst auch zu wenig Eisen bekomme. Deswegen, naja. Wie auch immer. Schaden tut es mir bisher jedenfalls nicht. Und ich habe aber öfter Probleme,
gehabt, bevor ich das gemacht habe, angefangen habe, so, ja, zu dokumentieren, dass ich wirklich halt teilweise, also nicht, dass ich die unregelmäßig eingenommen habe, weil ich mir so dachte, so, oh, jetzt habe ich es ja komplett vergessen, sondern ich hatte teilweise auch einfach, ich konnte mich nicht daran erinnern, ob ich die morgens zum Beispiel schon genommen habe oder eben nicht. Das war ziemlich schwierig. Ich habe dann damit angefangen, mir einfach einen Zettel wirklich zu schreiben. Also so einen kleinen, boah, keine Ahnung, DIN A6, ist das, glaube ich, keine Ahnung. Also nochmal so einen ganz kleinen Notizzettel im Endeffekt. Von so einem Notizblock, also jetzt auch nicht rechteckig, nicht quadratisch, sondern einfach nur, es ist komplett egal. Aber so, dass es halt wirklich noch auf die Schachtel passt. Da habe ich mir einfach jeden Tag drauf geschrieben und dann da eben wirklich abgehakt, weil ich das sonst einfach vergessen habe. Also nicht vergessen, sie zu nehmen, sondern vergessen, ob ich sie schon genommen habe. Und das ist wirklich öfter passiert, als ich das erwartet habe. Was aber auch daran lag, dass ich das eben nicht immer zu bestimmten Uhrzeiten gemacht habe. Was natürlich das Praktischste ist, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt wirklich, wenn ich aufstehe, dann nehme ich die zum Beispiel. So, das ist natürlich, hier ist es, mein Gott. Das ist natürlich das Beste, was man machen kann, aber das, ich weiß nicht, das habe ich irgendwie nie wirklich einplanen können. Was so klingt, als hätte ich immer unterschiedlich viel zu tun in meinen Tagesablauf. Also, ich habe eigentlich jeden Morgen Zeit, die kurz zu nehmen, so ist es nicht, aber irgendwie ich habe mich irgendwie nie dafür motivieren können, das zu einer festen Zeit zu machen. Jedenfalls habe ich das dann da abgehakt und das fand ich schon recht, ja, wirksam für mich. Und deswegen habe ich dann auch, das war halt auch so ein Ansporn, weil ich keinen Bock hatte, das halt jeden, halt immer wieder so einen Zettel zu schreiben und das dann da drauf zu kleben auf die Verpackung. Deswegen, das war dann halt auch so ein Ansporn, das eben auch in das Buch mit reinzuschreiben. Sodass ich dann quasi so einen Bereich habe, was ich daily machen möchte. Unter anderem ist da auch drin, dass ich mich halt regelmäßiger eincremen möchte, also so im Gesicht, so Feuchtigkeitscreme und sowas. Weil ich doch öfter trockene Haut habe, vor allem auf der Stirn oder auch so im Nasenbereich. Und ich bin da auch absolut, ja, nicht hinter, sowas regelmäßig zu machen. Also wirklich jeden Tag. Und deswegen war das auch ein guter Punkt, das mit reinzuschreiben. Das heißt, ich habe dann wirklich, jede Woche schreibe ich mir da quasi dann oben die Woche auf. Also die Kalenderwochennummer und entsprechend von wann bis wann. Dann schreibe ich mir darunter, da mache ich halt quasi wirklich 7 Kästchen, die ich dann umrande, die ja schon, wie gesagt, weil es halt ein Caretta-Block ist im Endeffekt, ein Caretta-Heft, sind ja quasi schon da, ich muss sie nur noch umranden. Ja, schreibe dann da drüber Montag bis Sonntag und hake die dann halt wirklich jeden Tag. Meistens immer dann, wenn ich es mache, ab. Manchmal mache ich es dann auch später, aber nie später als einen Tag, weil sonst vergesse ich wieder, ob ich es wirklich gemacht habe. Und das ist ja der Sinn der Sache, dass ich das eben noch weiß und dokumentiere. Und da kommt schon wieder ein blaues Ding, aber immerhin hat der Zweitplatzierte jetzt noch was gefressen da, ist nochmal ins Loch gefallen. Und ja, dann als zweiten Teil eben auf jeder Seite schreibe ich mir dann auf, was ich in der Woche erreichen möchte. Da schreibe ich mir zum Beispiel auf, dass ich 3-mal in der Woche Sport machen möchte, dass ich 3-mal in der Woche Isländisch lernen möchte. Und spazieren hatte ich teilweise auch auf jeden Fall drauf. Und ab der Woche habe ich jetzt auch angefangen, das als Daily-Sache aufzuschreiben, dass ich halt wirklich jeden Tag spazieren gehe. Weil, also es ist jetzt Freitag, es hat zumindest Montag bis Mittwoch geklappt und heute werde ich auch auf jeden Fall nochmal eine Runde gehen. Ist nicht wichtig, wie lang oder wie weit, ne? Vor allem, weil das bei mir sowieso limitiert ist, was die Routen angeht. Ich gehe eigentlich immer dieselbe Route, vielleicht mit 2-3 Variationen. Und damit bin ich dann auch schon gut, ja, ich sag mal so 10 bis 25 Minuten beschäftigt, je nachdem, wie weit ich das ausweite. Wie viel extra Wege ich dann da quasi noch gehe, ob ich da noch eine extra Schleife drumherum gehe. Aber es ist basically die gleiche Route immer. Und das klappt eigentlich ganz gut so, mich dafür zu motivieren, wenn ich das hier so abhake. Ich habe halt auch teilweise Sachen gehabt, zum Beispiel Isländisch lernen. Das habe ich mir dann halt in dieses Heft geschrieben, aber ich habe es einfach trotzdem nicht geschafft, das abzuhaken. Weil ich einfach es nicht in meinen Ablauf einbauen konnte irgendwo, weil ich keinen Platz dafür machen konnte. Aber ich muss sagen, insgesamt hilft es auf jeden Fall wahnsinnig krass, sowas abzuhaken. Wirklich zu sagen, okay, ich
schreib mir jetzt wirklich eine To-Do-Liste, eine verbindliche To-Do-Liste, möchte ich sagen. Da ist aber auch wieder wichtig, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Richtung Projektmanagement ein bisschen Ahnung habt. Bei Zielen für Projekten gibt es die SMART-Regel. Lass mich mal überlegen, ob ich das noch zusammenkriege. S steht für spezifisch. M steht für... da fängt schon an. Messbar. A steht für akzeptiert. R steht für realistisch. Und T steht für terminiert. Genau. Also basically, ein Ziel soll halt vor allem erstmal erreichbar sein. Das ist natürlich das Wichtigste. Und auch eben das Wichtigste bei der Dokumentation in diesem Buch für mich. Dass es halt wirklich realistisch ist. Ich könnte mir jetzt auch aufschreiben, ja, ich mache jeden Tag Sport oder ich mache jeden Tag Isländisch, aber es ist einfach nicht realistisch, weil ich habe zum einen nicht jeden Tag Lust darauf und kann mich vor allem dann auch einfach nicht motivieren dazu. Und sowas kann halt auch schnell in die andere Richtung kippen, wenn man nämlich sieht, okay, ich habe jetzt eigentlich diese Woche jeden Tag das und das vorgehabt, ich habe es aber nur 2 oder 3 Mal geschafft. Das ist natürlich auch auf der anderen Seite demotivierend. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie motivierend, dass man dann sagt, so, okay, nächste Woche mache ich das aber. Aber das kann man dann auch wieder ewig vor sich her schieben. Es ist so eine Sache, man muss sich selber da wirklich kennenlernen, wie konsequent man solche Sachen durchziehen kann. Aber es ist einfach viel besser, überhaupt erstmal damit anzufangen, sowas aufzuschreiben. Es ist einfach viel besser, merke ich für mich persönlich, weil es dann irgendwie verbindlicher ist. Weil man dann nicht sagt, so, okay, ich nehme mir jetzt einfach mal so lose vor, 3-mal die Woche was zu lernen. So. Wenn ich das einfach nur in meinem Kopf durchgehe und sage so, ja, gut, ah, shit, es ist schon wieder Sonntag, ich habe das aber erst einmal gemacht, dann ist auch leichter zu sagen, zum Beispiel zu sagen so, ja, okay, ich habe es jetzt sowieso einmal zu wenig gemacht, dann mache ich das auch einfach kein weiteres Mal. Dann habe ich nur 1 von 3 eigentlich erreicht von meinem eigentlichen Ziel. Kann ich noch stehen bleiben und dass der sich dann trifft? Ja, sehr gut. Mario Kart-Taktik. Und ja, wenn man das halt wirklich aufschreibt, dann hat das halt irgendwie sowas Verbindlicheres. Es ist zwar trotzdem nur für sich selbst, ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie ich den Rückwärtsgang einlege, deswegen resette ich mich lieber mal. Es guckt ja niemand selber drauf, es guckt ja niemand drauf außer dir selbst, aber für dich selbst ist es irgendwie einfach schon so anders, wenn du einfach irgendwo stehen hast, dass du das machen wolltest. Und vor allem, wenn du es dann auch wirklich abhaken kannst, weil du dann siehst, so, oh mein Gott, das habe ich geschafft, geil. Und ich liebe einfach Checkhaken, das ist einfach wahnsinnig befriedigend, ne? Oh Mann. Das erinnert mich daran, wie ich als Kind immer die Checkhaken falsch rum gemacht habe, von rechts nach links. Und das war dann halt so mega unbefriedigend. Aber ich mag es einfach so dieses nach unten und dann so richtig schön ausschweifen, nach rechts den Stift zu schwingen und einfach nur einen richtig ausschweifenden Haken zu machen. Das ist, ich weiß nicht, ich finde es wahnsinnig befriedigend. Naja, deswegen würde ich auch niemals mit Xen arbeiten, sondern immer nur mit Checkhaken. Am liebsten noch in grün, das ist dann... Ich erinnere mich an dieses Meme, wo dann dieser eine Typ dann so richtig orgasmic guckt, sage ich mal. Keine Ahnung, wer das überhaupt ist oder was das für ein Meme ist, aber ne... Ich kenne ihn sicherlich mit diesen 4, 5 verschiedenen Stufen. Naja, jedenfalls, das bringt mir auf jeden Fall schon mal was, das aufzuschreiben. Und insgesamt ist es dann halt wirklich wichtig, vor allem, dass es für sich selbst realistisch ist. Und das hat auch nicht direkt geklappt. Natürlich in den ersten Wochen, wo ich das aufgeschrieben habe, habe dann halt gemerkt, okay, da und da bin ich halt einfach nicht konsequent genug hinter. Dann mache ich vielleicht mal ein bisschen weniger. Also es ist da tatsächlich aus meiner Erfahrung sinnvoller zu sagen, okay, ich starte erstmal mit wenigen Ansprüchen an mich selber, als es zu überregulieren. Weil wenn man... ich wollte eigentlich jetzt einen Rückwärtsgang finden, aber dann habe ich aus Versehen schon wieder Dreieck gedrückt, meine Güte. Aber es sollte eigentlich trotzdem passen, dass man noch einigermaßen guten Vorsprung haben. Ist ein bisschen hier wie so eine Boxengasse. Ob ich da früher rauskomme als die anderen, aber eigentlich ist es eine Abkürzung, also muss es eigentlich so sein. Ja, genau. Man muss halt erstmal seinen eigenen Weg finden und das ist bei mir halt auch nicht direkt gelungen. Gerade bei Sport ist es halt für mich immer so ein bisschen... Muss ich mich halt... Oh nein! Es ist passiert. Scheiße. Dadurch werde ich jetzt wahrscheinlich... Es könnte zumindest sein, dass ich jetzt dadurch nicht Meister werde.
Es wird jetzt auf jeden Fall ein knappes Rennen gegen den Pumpkin. Ja, shit, ey. Er ist selbst ins Knie geschossen da. Ja, und da muss man halt irgendwie einen Weg finden, sich dafür zu motivieren. Im Endeffekt ist es für mich trotzdem immer noch nur die Liste, wie ich mich motiviere. Aber natürlich halt auch so ein bisschen was. Gerade bin ich halt in so einer Phase, wo ich so einfach versuche, ich weiß nicht, ein paar mehr positive Vibes zu bekommen. Keine Ahnung, schwierig zu beschreiben. Mir ist aber halt auch wichtig, dass ich mich, deswegen habe ich jetzt spazieren gehe, diese Woche zum Beispiel auf meine Daily-Liste gesetzt, weil ich mir erhoffe, dass ich dadurch einfach wirklich ein bisschen shit, mein Gott, ein bisschen weniger müde vielleicht auch bin, aber vor allem, damit ich an die frische Luft komme, damit es alles irgendwie, ich weiß nicht, ich möchte mich einfach nicht mehr den ganzen Tag hier vor den PC setzen, weil das ja im Endeffekt, shit, ich wollte eigentlich Meisterschaften, genau, so, Hank, genau. Also ist auch nicht gut, wenn man den ganzen Tag natürlich nur drin sitzt und überhaupt nur direkt irgendwo sitzt. Und ich bekomme einfach definitiv zu wenig Bewegung. Ich frage mich halt nur, wie das im Vergleich jetzt ist zu Pre-Corona, also zu Nicht-Homeoffice. Weil letztlich bin ich immer noch im Homeoffice und das wird auch höchstwahrscheinlich so bleiben. Also auf meiner Arbeit ist jetzt ein hybrides Modell auf jeden Fall angesteuert. Und es ist dann aber sehr dynamisch gestaltet. Also es ist jetzt nicht, dass von oben vorgegeben wird, okay, so und so viele Tage seid ihr im Office, sondern es wird sehr, oh shit, sehr projektabhängig gemacht werden. Das ist zumindest aktuell der Plan, was ich sehr begrüße, sodass jedes Projektteam im Endeffekt selbst für sich festlegen kann, in Abstimmung natürlich auch mit dem Chef dann, wie das denn dann am besten, oh shit, funktioniert. Und ja, da bin ich ja auch der Meinung, dass es bei uns eigentlich so den Konsens gibt im Team, dass wir vielleicht einen Tag in der Woche im Office sind und den Rest Homeoffice. Oder vielleicht sogar seltener, das ist halt das, was ich immer sage. Also ich habe auf jeden Fall einen Kollegen, der wäre wahrscheinlich dafür, einen festen Tag zu machen in der Woche. Aber ja, man muss einfach sehen, es ist halt auch diese soziale Sache, die sonst wahrscheinlich auch einfach zu kurz kommt. Aber da muss man mal gucken, wie das genau abläuft. Ich muss sagen, der Hank lässt sich so viel geiler steuern, ne? Der rutscht einfach nicht so. Der Kröt ist die ganze Zeit rumgerutscht. Und der Kröt einfach, sobald ich um eine Kurve fahre, der rutscht nicht. Der bleibt einfach auf der Stelle. Der hat so viel Traktion, ne? Das ist richtig geil. Der hat so viel Grip, der Junge. Der lässt sich echt geil fahren, muss ich sagen. Meine Güte, und guckt euch mal den Vorsprung an. Es ist schon nicht schlecht. Also, wir müssen ja auch, glaube ich, beide Meisterschaften gewinnen, um 150 CC freizuschalten, ne? Ja. Gut, naja. Jedenfalls, dadurch, dass ich jetzt natürlich, ich bin halt bis Sommer 2018, bin ich ja auch jeden Tag dann mit Bus und Bahn gefahren und also zur Arbeit und hab dann halt auch noch ungefähr 10 Minuten Fußweg gehabt, also zumindest wenn ich mit der Bahn gefahren bin. Und ich glaube, ich bin meistens mit der Bahn gefahren. Es war so eine ganz, das war random, das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass das ein Fake ist. Moment, habe ich schon teilweise Leute überrundet gleich, ist das so? Sieht so aus, oder? Meine Güte. Hier überrunde ich doch jetzt Leute, oder? Heilige Scheiße. Okay, jetzt sind sie doch irgendwie schneller weggekommen. Krass. Meine Güte. Da war ich jetzt aber echt schnell. Sorry. Da bin ich gegen die Popshots gekommen. Jedenfalls habe ich dadurch natürlich deutlich mehr Bewegung auch insgesamt bekommen und auch einfach dadurch im Office rumzulaufen. Sich einfach, weiß ich nicht, eine neue Flasche Wasser zu holen oder sowas. Oder eventuell auch mit Kollegen dann in die Kaffeeküche mitkommen. Was ich ja auch zunehmend weniger gemacht habe, weil, weiß nicht, hatte weniger Lust darauf, aber teilweise habe ich halt auch gerne daneben gestanden und auch einen Tee getrunken oder so. Das war jetzt hier rechts, ne? Ja, okay. Haut doch mal ab, Leute, mein Gott. Kompletter Stau hier. Ach du Scheiße.
Jetzt habe ich mich ja selbst getroffen, weil ich gegen den Stein geschossen habe. Ach du Scheiße. Das habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Na, mal gucken, wie das Rennen so wird. Nein! Oh, das war lucky. Du machst das schon, Hank, ne? Das ist doch deine Map hier. Inoffiziell. Ah, zweiter immerhin. Und der erste wird gleich von einer Rakete noch getroffen. Ja, aktuell noch alles gut beieinander. Und da kommt schon die nächste Rakete. Und ich bin zum Glück nicht erster. Jetzt wollte ich eigentlich mal gucken. Fahre ich mit Kreis oder mit X vielleicht sogar? Mit X fahre ich zurück. Okay, ja gut. Das weiß ich jetzt auch mal. Jetzt können wir da richtig racen hier. Alles noch eng beieinander. Sehr, sehr gut. Nur der erste ist ein bisschen weiter weg, aber das passt noch. Ja, mit dem Auto dann, also Mitte 2018, hat sich das natürlich auch schon ein bisschen geändert, da ich die Wege von der Bahnstation nicht mehr hatte. Und natürlich dann auch von der Bahnstation nach Hause. Da bin ich zwar auch meistens mit dem Bus gefahren, aber dann waren es ja auch trotzdem immer noch so 5 Minuten oder so bis nach Hause. Ja, und jetzt durchs Homeoffice halt auch nochmal, ne? Da habe ich halt nicht mehr das zum Auto gehen, Parkhaus und so weiter. Ich hatte das auch teilweise gemacht, mal eine Zeit lang. Da habe ich dann versucht, auch wirklich nicht den Aufzug im Firmengebäude zu nutzen, sondern halt wirklich die Treppen. Was halt schon ambitioniert ist, weil wir waren im 14. Stock. Aber das habe ich dann schon versucht. Ich bin auch jemand, ich mag es deutlich lieber hochzugehen als runter. Weil ich finde das runter sehr, sehr unangenehm für die Knie. Also ich mag es deutlich lieber hochzugehen. Auch wenn es an sich anstrengender ist, aber... Ich weiß nicht, vielleicht sind meine Beine da einfach zu untrainiert oder sowas, aber runter finde ich teilweise sehr, sehr anstrengend. Naja, jedenfalls, gerade deswegen versuche ich jetzt zumindest aktuell einfach mal ein bisschen spazieren zu gehen, zwischendurch mal, wenn sich das anbietet, wenn ich jetzt nicht gerade erwarte, dass mich Kollegen anrufen oder halt auch abends eine Runde, einfach mal eine Runde zu gehen. Mal länger, mal weniger lang, einfach nur um überhaupt in Bewegung zu kommen. Weil selbst wenn ich jetzt hier nur im Haushalt irgendwie, weiß ich nicht, Wäsche aufhänge, von der Küche auf den Balkon bringe oder sonstige Sachen, wo ich halt einfach aufräume und sauge oder sowas, das ist trotzdem natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was ich sonst hatte. Allein schon durch Rumlaufen im Office. Beides, ja, also es ist auch übertrieben. So oft bin ich jetzt im Office auch nicht rumgelaufen. Aber trotzdem, auch der Weg ins Parkhaus und sowas, ist alles Wege. Und jetzt gerade auch über... Oh, shit. Über die ganze Lockdown-Zeit und alles hatte ich halt auch wirklich oft Tage, wo ich einfach gar nicht rausgegangen bin. Also nicht mal irgendwie zum Müll oder sowas. Da bin ich einfach gar nicht rausgegangen. Und das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich das teilweise sogar gemerkt habe, wenn ich einfach zu wenig Vitamin D kriege. Also einfach zu wenig Sonne quasi. Zu wenig Tageslicht und irgendwie draußen sein. Das mag alles irgendwie Placebo sein, aber ich hatte das Gefühl und es ist sicherlich nicht verkehrt, an die frische Luft zu gehen. Ich muss mir dafür jetzt nicht unbedingt einen Regentag aussuchen, aber gut. Wenn ich das jetzt wie jetzt halt... Das kommt halt dazu. Ich bin, habe ich ja gesagt, gestern tatsächlich dann nicht gegangen. Aber da hat es auch eigentlich ziemlich krass geregnet. So gut, am Nachmittag hätte ich noch eine Chance gehabt, aber irgendwie... Gestern war ein sehr, sehr fauler Tag. Deswegen, das ist in Ordnung. Aber den Rest der Woche werde ich jetzt auf jeden Fall wieder jeden Tag einmal... Mindestens einmal rausgehen. Naja. Insofern, da versuche ich mein Leben quasi so ein bisschen auf den... in die Spur zu kriegen. Das klingt so, als wäre ich jetzt irgendwie mega aus der Spur. Das ist nicht so, aber so ein paar, ich sag mal, Health-Sachen, beziehungsweise Quality-of-Life-Sachen in gewisser Weise auch, wobei das eigentlich was anderes ist, aber einfach so ein paar Vitalitätssachen möchte ich gerade so ein bisschen versuchen, einfach auf die Kette zu kriegen. Und um die Kurve nochmal, oder den Bogen zum Anfang zu spannen, dieses Notieren einfach, dieses Dokumentieren, dieses Loggen, Loggen mit G. Das hilft mir auf jeden Fall sehr dabei. Und interessant ist eigentlich, dass ich heute über Minimalismus sprechen wollte, über ein ganz anderes Thema. Wozu ich aber gar nicht gekommen bin, weil ich jetzt eigentlich die ganze Zeit darüber rede. Lustig. Aber dann haben wir noch was für 150 CCM.
Ich wollte nämlich eigentlich ein bisschen über Materialismus, Minimalismus sprechen und solche Sachen. Das können wir uns dann auf jeden Fall dafür aufsparen. Schöne Sache. Und wir haben ja jetzt auch schon nur noch zwei Strecken, oder? Genau, wir haben jetzt noch die Burg. Bin ich gerade falsch gefahren? Ich glaube, ich bin zu spät abgebogen, ja. LOL. Okay, ist mir auch noch nie passiert. Meine Güte, und den Sumpf halt. Der ist echt erschreckend, ehrlich gesagt. Sehr, sehr erschreckend. Naja. Ach, gut, dass ich mein Schutzschild hatte. Der geht auch nicht weg, wenn ich dann über so ein Hindernis fahre. Nett, nett. So, was wollte ich denn eigentlich noch? Ach so, genau. Und dadurch ist halt mein Zeitplan auch ein bisschen eingeschränkter und beziehungsweise ich... Scheiße! Das ist jetzt schlecht. Ich habe nicht erwartet, dass der Schneemann von hinten noch eine Rakete bekommt. Das zähle ich jetzt nicht zu selbst getroffen, weil ich habe die eigentlich auf den Schneemann abgeschossen. Das war jetzt kein Mega-Fail, dass ich mich selbst damit abschieße. Ja, ich habe generell einfach jetzt aktuell weniger Interesse daran, Zeit für YouTube und Twitch mal wieder zu verwenden. Aber das sind alles Phasen. Es sind alles Phasen, wie ich schon so viele Phasen hatte. Ich habe ja auch immer mal wieder so Phasen, wo ich Puzzeln einfach sehr, sehr gern mag. Wo ich mir einfach zwei, drei Puzzle bestelle und die nacheinander abfertige. Dann habe ich aber auch einfach ein halbes Jahr bis Jahr keinen Bock mehr darauf. Puzzeln ist ja auch immer so eine Platzsache, dass da auf dem Tisch Platz ist und sowas. Wobei dazu halt kommt, dass wir unseren Esstisch, also der eigentlich dafür angedachte Esstisch, den nutzen wir sowieso nicht zum Essen. Wo ja auch mein Vater neulich da war, wo er so meinte so, hä, was, ihr esst nicht am Tisch, dann räumt ihr so mal weg und sowas. Und wir dann so, ja, nee, wir essen da eigentlich kaum. Wir essen dann meistens am Schreibtisch beziehungsweise auf dem Sofa. Aber gut. Anderes Thema. Aber der Tisch muss halt trotzdem so verfügbar sein und ist dann halt natürlich für nichts anderes verfügbar, wenn er halt so ein 1000-Teile-Puzzle drauf liegt. Oder vielleicht sogar noch größer. Naja. Jedenfalls Phasen und genauso habe ich auch Phasen, wo ich dann gerne öfter streame. Ich habe aber auch Phasen, wo ich gerne lieber aufnehme. Ich habe aber auch Phasen, wo ich nichts von beiden mache, weil ich zum Beispiel puzzle oder weil ich eben solche Sachen mache wie gerade, wo ich halt wirklich versuche, ja, eigentlich mindestens mal alternierend jeden Tag halt entweder Isländisch zu lernen oder Sport zu machen und sowas. Das kostet natürlich auch alles Zeit, beziehungsweise ich investiere dann natürlich auch Zeit rein, die dann weniger für aufnehmen bleibt, beziehungsweise ich habe halt aktuell ja auch eigentlich immer noch täglich Animal Crossing Wild World. Ich nehme es jetzt nicht mehr täglich auf, beziehungsweise halt, ich mache nicht täglich ein Part daraus, beziehungsweise nehme irgendwie mit Live-Commentary auf, beziehungsweise, ja. Sondern ich habe eigentlich aktuell eher die Routine, dass ich ja wirklich einfach nur das Spiel starte und das nebenbei aufnehme, das Gameplay, aber eben nicht mit der Absicht, da ein Part zu machen, sondern das dann irgendwann am Ende zusammenzuschneiden, wenn ich genug für einen Part habe, um nachzukommentieren. Weil eben aktuell nichts allzu Spannendes passiert, um einen ganzen Part damit onscreen zu machen. Aber dennoch habe ich das natürlich auch jeden Tag noch irgendwie in gewisser Weise. Was dann natürlich auch nochmal Zeit in Anspruch nimmt. Da sind noch zwei Raketen auf dem Weg, aber ich habe... Ja, okay, drei Raketen. Die dritte ist jetzt gerade abgeschickt worden. Die wird mich auf jeden Fall noch treffen, aber eventuell... War es das auch? Okay, die anderen Raketen sind beide verpufft. Und der zweite wird mich auch nicht mehr einholen. Sehr gut, sehr gut. Wir sind noch recht souverän eigentlich in der ersten Runde Erster geworden, im ersten Cup. Und hier sind wir, glaube ich, auch jetzt auf jeder Strecke bisher Erster geworden. Ich wüsste zumindest nichts Gegenteiliges. Ja, das sieht gut aus. Ich kümmere mich überhaupt nicht hier um das Ranking. Aber Sumpf kann ich auch mit am wenigsten, muss ich dazu sagen. Naja. Ja, jedenfalls könnte es sein, dass in der nächsten Zeit dann noch wieder neue Let's Plays starten. Mal gucken. Es könnte aber auch sein, dass, da möchte ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen, ja. Aber es könnte sein, dass eine doch etwas größere Überraschung tatsächlich kommt. Nicht, was jetzt konkrete Projekte angeht, aber da möchte ich nicht zu viel sagen. Und es ist halt auch noch nicht hundertprozentig sicher, sage ich mal. Was genau ich damit meine, dann zu gegebener Zeit. Ich möchte nur sagen, es handelt sich nicht um Tekken 5, Tekken 6. Um da vielleicht schon mal Wind aus den Segeln zu nehmen, es geht nicht darum. Aber nun, wie gesagt,
ich möchte noch nicht zu viel darüber verraten. Ich wollte es aber zumindest schon mal in gewisser Weise anteasern, dass da vielleicht irgendwas in nächster Zeit passieren könnte. Let's play technisch. Ja, wie gesagt, möchte noch nicht zu viel spekulieren. News dazu gibt's wahrscheinlich so Ende Oktober, Anfang November. Lasst euch einfach mal überraschen. Eventuell wird dann da entsprechend ein Video oder ein Infovideo kommen, je nachdem. Mal gucken, mal gucken. Ich wollte so ein bisschen halt, wie gesagt, so ein bisschen meinen Hype gerade abbauen, ohne euch überhaupt in irgendeiner Form zu hypen, weil ihr überhaupt nicht wisst, worum es geht. Aber nun gut. Das hatte wahrscheinlich viel Mehrwert jetzt für euch, ne? Das hatte den Mehrwert, dass ihr mich nicht deabonniert, weil eventuell was Cooles kommen könnte. Wo ihr überhaupt nicht wisst, ob euch das überhaupt zusagt, aber ey, potenziell ja. Deswegen nicht deabonnieren, mein Gott. Wir haben auch mittlerweile die 3000 Abonnenten geknackt, ja. Der Max hatte mir auch gratuliert dazu im Kommentar und hatte gefragt, macht man das überhaupt noch? So, ja, eigentlich irgendwie gar nicht mehr. So Abonnenten sind irgendwie überhaupt nicht mehr wichtig, beziehungsweise so Abonnenten-Special sind halt so überhaupt nicht mehr, ich sag mal Tradition, die sind überhaupt nicht mehr in, sind überhaupt nicht mehr trendy, sowas zu machen. Wo fährt man eigentlich nochmal lang? Hier, ne? Ja, okay, gut. Boah, ich hab's irgendwie geschafft, die Rampe zu nehmen. Ich war eigentlich voll daneben, aber das ist der Ausgleich dafür, dass ich da gerade einfach runtergefallen bin, wo ich nicht hätte runterfallen sollen. Und es sieht auch so aus, als wäre das Rennen auch, ja gut, wir sind jetzt in der zweiten Runde, aber das sieht auch ganz gut aus. Gut, ja, wir haben, mein Gott, wir haben eigentlich den Part sehr gut gefüllt mit Themen. Es ist ja krass, wie lange ich dann doch darüber geredet habe. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ja. Ich freue mich natürlich auch in der nächsten Zeit dann noch im Oktober irgendwann auf die Animal Crossing Direct. Und ansonsten, ja, hier klar, dieses Projekt wird dann noch einen dritten Part bekommen. Dann ist das auch erledigt. Eventuell, wenn ich spontan richtig Bock drauf habe, mache ich auch irgendwie nochmal sowas wie das nächste Cake Mania oder noch ein, zwei andere Spiele, die ich vielleicht so aus der Kindheit habe, PC-spieltechnisch. Vielleicht, aber mal gucken. Ich wollte euch ja auch immer noch, das habe ich nicht vergessen, aber ich war bisher zu voll, meinen Gamecube wieder aufzubauen. Ich wollte euch auch immer noch meine originale Animal Crossing Gamecube-Stadt zeigen. Wäre dann natürlich mit schlechterer Qualität jetzt als im Let's Play. Und ich mache den gleichen Fehler wie in der zweiten Runde. Ich weiß doch, dass da, also ich weiß jetzt eigentlich, sollte ich wissen, dass da irgendwie ein Clipping-Fehler ist. Und ich mach's trotzdem nochmal. Ja, ist natürlich mit schlechterer Qualität, weil von der Originalkonsole. Aber ich müsste die halt erstmal wieder aufbauen und nur für dieses Video habe ich momentan nicht so viel Bock drauf. Und natürlich könnte ich noch andere Sachen davon aufnehmen, aber das, da habe ich noch weniger Lust drauf. Ja, entsprechend, es kommt irgendwann, aber ich habe keine Ahnung wann. Das lasse ich mal so stehen. Ansonsten, wie gesagt, eventuell neues Projekt bald, eventuell auch nicht. Und dieses Projekt wird dann noch zu Ende geführt, natürlich, natürlich. Kann aber auch sein, dass es genauso lange dauert wie beim letzten Mal, aber ich habe ja theoretisch schon ein Thema, worüber ich reden möchte. Also im Endeffekt könnte es vielleicht auch sein, dass es jetzt schneller kommt als beim nächsten Mal. Lasst euch überraschen. Das wäre es auf jeden Fall für diesen Part. Wir gucken nochmal, ob wir die freigeschaltet haben. Jo, wir haben jetzt 150 CC freigeschaltet. Das heißt, beim nächsten Mal, Moor und Lesshun haben wir jetzt abgehakt und Kröt und Henk haben abgehakt. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir wohl mit Pumpkin und Schneemann fahren. Wäre jetzt so meine Vermutung. Moorfrosch, wie gesagt, mit dem bin ich halt immer gefahren, deswegen werde ich den nicht nochmal fahren. Aber Pumpkin und Schneemann. Schneemann habe ich schon mal in den ganzen Cup gefahren. Beim Mohun Kart 1, also extra XXL und Pumpkin auch sehr kurz einmal für Sidefahren, aber die beiden habe ich halt, ich weiß nicht, mit denen bin ich jetzt noch nicht so oft gefahren, deswegen werde ich mit den beiden dann noch fahren in den letzten beiden Cups, die im Endeffekt ja auch die gleichen Cups sind, nur in einer anderen Leistungsklasse. Und ja, ganz ehrlich, zwei Spieler ist halt einfach dasselbe und Sidefahren, da können wir am Ende des nächsten Parts, des letzten Parts dann nochmal kurz reinschauen, aber das ist es dann auch. Viel mehr gibt es da dann auch nicht zu zeigen, deswegen wird das jetzt kein extra Part oder irgendwas werden. Aber, wenn ihr Bock habt, auch vor allem einfach nochmal ein bisschen off-topic zuzuhören, dann seid beim nächsten Mal beim letzten Part, bei Part 3 von, im Endeffekt, Let's Show Mohun Kart 2, auch wenn es eigentlich auch ein Replay ist. Schaut dann gerne nochmal rein oder hört rein. Wir sehen uns, hören uns, wenn ihr Bock drauf habt. Bis dahin. Tschüss.